Wie heißen Sie? Valerian. Valerio? Ja, wir sind Deutschland. Ja. Petrus Valerian. Ja, wie alt sind Sie? Ich habe 63 Jahre. Was für Beruf haben Sie? Monat Januar 44. Wohnen Sie in Antônio Carlos? Nicht, in Biguaçu. Wie lange Zeit wohnen Sie hier in Biguaçu? Ich wohne hier in Biguaçu 27 Jahre. Ja, und machen Sie heute in Biguaçu? Ich heute já aposentado bei den Kranken. Okay, und was denken Sie über die Artikel von Herr Leonidio Zimmermann in meiner Zeitung, Biguaçu in Foco? Das was war es für Feiern in Gingen, nicht zerreken, Feiern. Können Sie die Artikel lesen? Die Schrift ist einfach. Ja, nicht? Ich lese alles. Ich schreibe es nicht. Nein. Okay. Aber erzählen Sie bitte eine Hilarius-Geschichte von Antônio Carlos. Antônio Carlos, das war kein Platz gewesen. Plus Platz näher. Heute sind wir euch da. Ja. Laut der deutschen Parklosen. Ja. Okay. Und was denken Sie über die Präfekt von Antônio Carlos, Ivan Scherer? Das ist ein guter Mensch, ein Hupen, deutschen Präfekten. Und denken Sie, dass die PMDB, die Partei von Ivan Scherer, seine Partei, muss die Elektion gewinnen? Das war seine nächste Jahr die Elektion gewinnen? Das seine Vater war immer ein PSD. Das ist auch der PMDB. Ja, okay. Und ich habe mit einem Kollegen gesprochen. In Biguaçu es ever kein Messe auf Hunsrück, auf Deutsch. Nicht mal mehr. Das war früher Zeit in Marigabel waren Messen. In Jahr 66 ist der Vater gestorben. Okay. Vielen Dank für die Sprechung. Die Messe früher Zeit war so. Era verme de junta, Cristo era verme de junta, era verme de junta quando começava a missa, né? Nós pontos beda, vamos rezar, né? Okay. Vielen Dank. A noite